Hallo und herzlich willkommen zu Call of Garry's Mod MW2. Heute auf High Rise mit mir spielt der Reaper. Der Wanwa. Hallo. Den Nabo. Hallo. Der Nana. Na, hallo, wie Baguette, Frau Mann. Und das Bonsai Snake. ich bin der Treta. Emil Treta. Also ich hab erst verstanden, ich bin Feta. Boah, jetzt Feta-Käse, ne? Das wär's halt schon. Was ist mit mir? Feta? Feta. Ich glaube nicht, dass einer Reaper gesagt hat. Ich glaube, das war nur Feta. Also so ein Vater, der wäre mir jetzt zu viel. Na. Aber Mehrzahl, Feta. Feta. Also viele. Boah. Ja. Nein. Was denn? Ich mach doch gar nicht. Bestimmt nimmst du gleich meine DNA oder sowas. Ja, nee, ist klar, ich bin Indo. Ja, ist noch DNA. Hallo, Wanwa. Hallo, Na. Ich glaub, Nana ist tot. Nana ist es? Ah, nein, Wanwa. Ich glaub, Nana ist es. Wanwa, vergiss es. Ich glaub, Nana ist es, ja. Ja, wenn Wanwa hier vor mir steht, oder was? Ja, tut er doch! Ja, du hast die Identität geklaut von mir. Ja! Wie soll ich bitte. What the fuck? Du standst eben vor mir, wieso bist du schon mal hinter mir? Tja. Ohne dass ich mich gedreht habe. Weil ich mich teleportieren kann. Ja. Du bist T. Also. Nana schießt in die Luft. Das war aber knapp nur in der Luft. Fällt jetzt mit dem Fahrschuh runter da. Ja, geh doch mal da rein. Mann, auf uns wird geschossen. Ja, irgendjemand sniped hier. Füße. Ja, ich snipe mir nach rein. Was? Füße? Nein, ausnahmsweise nicht. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja, einmal Intervention, ne? Kurz rein, kurz raus. Dann war's das. was haltet ihr eigentlich von Käsefüßen? Lecker, nee. Lecker. Ich bin froh, wenn ich sie nicht habe. Ich auch. Ach, wieso? Mit einer schönen Knoblauchsoße schmecken sie auch lecker. Lecker. Fußsoppe. Alter, was machst du hier, Mann? Der dreht sich hier seine Runden. Ich glaube, Nana will mich umbringen. Also Nana ist Tesas, ja. Ja, 100 pro. Ja. Hi. Pfefferminz. Naja, Nana zusammen mit Reaper. Hä, wieso mit mir? Na, vorher hat mich abgewiesen. Ausgewiesen? Abgewiesen. Wer kriegt kein Visum? Oh, da, du. Was bist du denn? Oh, bist ein du quatschig? Ah! What? Oh, eine Mine. Was war das? Sag gut aus. What the fuck? Ja gut. Hä? Oh mein Gott, Mr. Wanwa ist ja echt auf der Karte. Ich habe meine Identität geklaut. Mr. Wanwa ohne ACR ist es. Oder Nana. Einer der beiden. Achso, Mr. Wanwa ist Kind, okay, wenn ich irgendein Wanwa sehe. Ja, ja, den ohne ACR. Ne, es tut jeden Mann auf den ich sehe. Achso, der ist natürlich auch gut. Wanwa, wo bist du denn? Ich hab nicht den Fall zum Tod. Weil sie will noch eine Leiche runterwerfen. Toll, dann hab ich mir jetzt umsonst den Feld gekauft. Ernsthaft. Das ist, ja. Oh, hier ist Blut. Wo sind Sie denn, Herr Wanwa? Ich bin hier in einem Büroviertel von irgendeiner großen Stadt. Das war knapp. Ah. So, jetzt. Oh, ich hab da was gehört. Ah, Sie sind auf dem Kran. Bin ich gar nicht. Es macht nichts, Sie können niemanden in diesem Gebäude snipern.
Fackel dort, das haben sie gerade gesehen. Was brennt eigentlich da so? Ja, das weiß ich nicht, auch wahrscheinlich die Leidenschaft in meinem Herzen. Oh, das ist gut. Wo sind sie mit ihrer Leidenschaft? Ich höre was drum explodieren. Die Leidenschaft begibt sich unter ihre Decke. Das ist mir zu viel Information, also. Okay. Ich wollte nicht wissen, was hinter deiner Decke muss, also. Ich doch was gehört. Oh, deine Leidenschaft ist vorbei. Mhm. Ja, wo ist er denn? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Da liege ich doch. Nein, 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 nein. Boah, mein Bar. Sehr schön, da heilt die mit ganzem Magazin dran vorbei. Wie Wanda da stand. Ey, Moment, Wanda rennt hier rum. So geil, ey. So mitten in der Menge. Du warst gerade mit Nana beschäftigt. Dann hab ich überlebt die DNA geklaut. What the fuck, ey. Da macht Reaper einen auf Excel. Du weißt nicht, da einer muss ja machen, ne? Naja, ich mache eigentlich eher einen auf D. Punkt, 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 aber. Weg mit dem Fenster. Auf Doppel-D? Nein, man nennt ihn in Umgangssprachen auch die Nase. Die Nase, ja, passt. Nee, das Näschen. Die Beanie Cap oder so ähnlich. Der hat doch immer seine Mütze. Boah, ist das verlockend. Hallo, Cyber. Oh, soll ich dir irgendwie helfen, Snake? Wie war ihr vom Arsch? Was? Ein Baguette vom Arsch? Baguette sind Baguette vom Arsch, ne? Doch, wann war? Was denn für ein Arsch? So ein Ochsenarsch. Ah. Naja, nicht auch mal. Soll sehr schmackhaft sein. Hä? Hier ist doch gerade irgendwie mal langgelaufen. What the fuck? Nee, will mich doch eindeutig umbringen. Will ich gar nicht. Lass mein Freund das Fass in. Ja, Snake ist eigentlich mein Freund, ist ein Fass. So, Leute. Sollen wir mal. Whoa! Simon Tay spielen? Alter, wo das Fass gelandet ist, ein Stück von dem Fass ist hier bei mir gelandet. Du hast mein Kumpel von Kumpel des Kumpels, des Dessens Kumpel getötet. Ich schieß gleich auf deinen Fall. Nein, Kumpel, lass mich. Cyber hat den Tom gehabt. Hier draußen explodiert alles. Slay will mich angreifen. Der Crowbar. Das verstehe ich. Oh. Ah! Irgendwas hat er Boom gemacht. Ich wollte mich mit der Crowbar erschlagen. Ich bin. Er ist jetzt runtergefallen. Okay, Slay ist raus. Ich glaube, ja. Navu ist auch raus. Slay, sie sind raus. Wrecker, sie sind raus. Ich glaube. Nein! Wann war ist es? Warum? Bei Vermutung. Ach so. Denkst du? Oh, es könnte auch ja, Cyber sein. Der zielt auf mich. Wann hat gerade auf mich gezielt, der Sniper? Das warst du? Ja! Ich habe nur einen gesehen, auf jeden Fall. Dass da jemand stand. Mhm. Wann ist, glaube ich, aneinander. Meinst du? Mhm. Frag ihn doch mal. Der brennt irgendwas. Jawoll, ja! Was zum Fick war hier? Ich hatte das so Memo an mich selbst. Niemals in den Fahrstuhl rein, die Disco neben einen werfen und drin stehen bleiben. Was hast du gemacht? Das, wo Navo wie eine Rakete hochgegangen ist. Ich habe eine Super-Disco unter ihr in den Fahrstuhl geworfen und habe mich in die Ecke gestellt, damit ich wegfliege. Aber warte, was hast du mich jetzt gerade gekillt? Ich hatte so einen Brennsound. Das war die Explosiv-AWW. Also ich hatte so einen Brennsound, so ein schönes Knistern, ein Lagerfeuer. Oh, ich wollte dir eine romantische Stimmung verschaffen, das war's. Ah ja.
In Wahrheit wollte er das Lagerfeuer nicht mit dir. Das L-A-G-E-R-F-E-O-E-R. Das Lied geht noch viel schneller, denn dann wird es zum Hit. War das so? Ja, zum Hit. Ja. Darum singt es doch ganz einfach mit. Mach mit. Alter. Wird das langsam ernst zwischen euch oder was ist los? Ja. Okay. Langsam. War eigentlich richtig gut, ist ja nur das der Techno-Remix davon. Es wird langsam ernst, ne? Mhm. Alles klar. Keiner vertickt gerade den Joke, den ich gemeint habe, aber egal. Ich hab verstanden, wir haben das schon. Ein Getränk für Sie? Reaper Shop! Oh, danke schön. Danke schön. Reaper hat sich einen Flopper gekauft! Wer hat sich einen Flopper gekauft? Ja, hier einen Flopper, das ist ja richtig. Reaper gut. Hat, glaube ich, gerade einen Flopper gekauft. Hat er nicht. Nein! Hä? Siehst du den Kronkorken noch bitte? Nein, Reaper schießt! Okay, okay. Cyber ist wirklich Reaper gestorben. Schoss. Reaper ist KOS. Okay. Wo ist er denn? Wo seid ihr? Warte da. Reaper ist, glaube ich, irgendein Deadwinger, wenn ich es richtig gesehen habe. Ach, nee. Die Person mit der Flasche. Nana ist. Okay, Nana ist tot, noch ein Reaper. Wo seid ihr denn? Hallo! Wuhu! Die Champs hier! Da ich eh nicht mehr viel habe, Nana noch runterwerfen, dann kann ich nicht mehr wieder leben. Pass auf, Nana, wo kann dein Ding sein? Ich hab nix mehr, Ja. Das sah schön aus. Oh, wer liegt denn hier so? Sieht irgendwie unbequem aus, die Haltung. Hast du auch einen Flopper gesoffen, oder Reaper? Ja. Ach so. Ich hatte gerade noch ein anderes Problem. Mein Aufnahmeprogramm meinte, abstürzen zu wollen und sich nicht mehr zu starten. Nach 10 Minuten vorbei. Boah, ganz kurz Folge. GG, würde ich sagen. Ja. Weißt du, deswegen muss ich gerade ein anderes Aufnahmeprogramm starten. Weißt du, was jetzt machst du? Du schneidest einfach an die andere Folge dran. Wenn du weißt, was du willst, guck bei anderen. So, und jetzt nehmen wir hiermit weiter auf. Warte, jetzt habe ich keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen. Ach, schade, na, wo ist vor dich gerade? Ja, 12:28, ich habe diesmal die Zeit. Ja, ne? 12:30 so. Naja, das muss ja keine Sekundenfolge sein. Deine Tasche? Meine Flasche. Töpfe nicht einer Flasche. Flog denn hier gerade durch die Gegend? Pissa! Na, wie war das? Fanta grüßt alle Flaschen, ne? Hm. Jo, wann war das wieder ab? Warte, ich will ja nur durchgehen. Du musst mich nicht untertauschen. Bim, 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 bim! Und die Waffe tauschen. Waffe tauschen? Banda, nicht Nana. Achso. Hallo? Ja. Finde ich, bin ich für. Nein, bin ich nicht mehr für. Was, das Waffe tauschen? Ah! Ach, ich darf mich wieder mal nicht ducken. Du darfst dich nicht ducken. Willst du mich veräppeln? Meine Duck-Tasten funktionieren mal wieder nicht. Der Christoph war auf jeden Fall ein Schlagwand mit der Quoba für. Nein! Dass du da hättest du nicht springen können. Also, Hardcore-Modus, ich kann mich nicht ducken. Yeah. Was auch immer ihr da tut. Reaper, komm, ich geb dir mal Hilfe. Hä? Ich geb dir mal Eintrittshilfe. Aber irgendjemand schießt hier auf mich, ich versuch mal was. Ich bin jetzt gleich mit der Disco, ich weiß nicht. Nein, das ist nicht, komm zu dir, nein. Da sind doch gerade die Leute gestorben. Wo? Ich glaub, die haben sich eher selbst abgemurkst, oder? Das war, glaube ich, Selbstmord. Mir scheint mir zumindest plausibel. Ich denke jedes Mal, das hier ist eine Mine oder so. Hallo Nana. Da liegen hallo, zwei Leichen unten. Hast du das? Nicht schießen, nicht schießen, nein. nicht schießen. Reaper, hier. Eintrittshilfe. Das nützt nichts, ich kann keinen Duckjump machen. Du kannst aber schon normal springen. Nein, ich komme nicht auf dich drauf. Man kommt nur mit einem Duckjump auf dich drauf. Oh. Das ist ungünstig. Was? Was war das? Nana? Aber, Bitte? Was warst du? Lol. Ja, ich hab ihn nur geschossen, weil du... Ich hab einmal geschossen, aber nicht... Lol. So nicht. Oh, sie ist im Deadringer, okay. Oh, Nana, ist das nicht? Ich schätze mich. Ich
sollst mir das nicht machen. Ich hab keine Waffe. Nein, jetzt steht die andere hinter mir, ey. Scheiß Winchester. Ja, scheiß nicht. Ja. Scheiß mit blöder Steuerung und so, ne? Dean oder Sam? Also ich fand unsere Aktion schon mal gut, Cyber. Ja! Aber kannst du da wieder hochklettern eigentlich? Das geht nämlich. Naja, in COD. Na nee, geht hier auch. Sag mal, wie findet ihr eigentlich Trumpf Aero Luftschokolade? Boah, Aero Luftschokolade ist mega. Boah, geil. Achso, okay, ja, okay, ja. Ja, ich hab von meiner Firma ein paar Tafeln gekriegt. Hast du gar einen annähernder Wortwitz, ne? Merkst du? Ja, ja. Ja, cool, jetzt wird's spaßig. Ich komme hier nicht in die Häuser rein und hab keine Waffe. Wobei, Vollmilch oder weiße Schokolade? Wo bist du? Weiße. Oh, das ist noch besser. Lieber Paul, ja, ich bin draußen, ich hab keine Waffe, ich komme ja nicht rein. Was willst du denn? Ich bring dir was mit. Komm bis zum Haus und ich bring dir was mit. Hey, du! Ja, irgendeine Waffe wäre nicht schlecht, ich hab nur eine Crowbar. Da, nimm die Huge. Nimm lieber die andere. Ja, ich nehm lieber die. Was ist die andere? Ich will was für Sniper? Nö. Okay, dann. Ja, so ist eine Art. Ja, da, schnell Rauch. Nee, Elfe macht sich. Oh, wer war das? What the fuck? WTF? Da ist jemand tot, bedeutet, da liegt eine Waffe. Meine! Wie sie einfach nur auf die Waffen geiern. Auf mich wurde gesnappert. Man muss es ja positiv sehen. Ja. Da wurde geschnappert. Der Reaper ist tot. Ja, da war nicht tot, der Reaper. Läuft ein Treter hinter mir her. Spannbar. Ne, ich wollte eigentlich zur Reaper-Leiche, ja. Die Reaper-Leiche ist echt schon eine Konferenz. Der andere ist hier ins Haus gelaufen, das habe ich genau gesehen. Ja, ich konfirm die Nummer selbst gerne, weil ich will mal die Todesursache wissen. Ich bin ins Haus gelaufen, Navo. Ja, aber du bist da gewesen, wo die Leiche lag. Hä? Finde ich mysteriös. Das ist sonderbar. Soll ich dir zeigen, wo ich die ganze Zeit war? Ich habe gesehen, wie du da reingelaufen bist. Ja. Check the tapes. Navo, ich zeig dir, wo ich die ganze Zeit war. Ich war hier oben drauf. Ich dachte, du zeigst dir jetzt einen richtigen Hasen. Ja, das auch. Ja, möglich. Ich habe zwar Sicht auf Cyber. Ihn, aber ich habe ihn nicht getötet. Okay. Willst du es wirklich riskieren? Was? Da draufspringen? Wer furzt mich hier schon wieder an? Das ist nicht in Ordnung. Nana, schäm dich. Ah! Mann, du hättest mir doch wenigstens versuchen lassen können. Ja, ich wollte dir ein bisschen Anschub geben. War ja, nur in die falsche Richtung. Ich wollte nur Anlauf nehmen. Guck mal, diese Pfütze. Da kommt viel zu viel Land bei. Das sieht man ja. Meloniger Dünnpfiff. Ich würde sagen, unverdaut. Ja. Jetzt wird's aber langsam. Ja. Entschuldigung. Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Genau. Warte, ich hab doch sogar noch so einen Button. Nein, ich hab eine Kriegswaffe. Bitte? Boah, stellt euch mal Melonenjoghurt mit ganzen Früchten vor. Melonenjoghurt mit ganzen Früchten, ja. Ja. Mit Schale, damit die Natur noch drin ist. Natürlich, wäre sonst zu langweilig, oder? Jo, Alter. Wusstet ihr, wie man grüne Bananen relativ schnell reifen lassen kann? Ja, weiß ich. Ja, das finde ich gut. Du legst sie etwa eine Stunde in den Backofen. Dann hast du aber Backbananen. Nee, dann hast du ganz normale Bananen. Ich kenne das, man föhnt seine Bananen. Ja, das geht auch, ist ja halt beides Hitze halt, ne? Föhnen? Ja, föhnen oder backen, alles wo Hitze dran kommt. Nein! Scheiße, bist du. Nur braten ist nicht so gut, weil dann verbrennen sie die halt auf eine Seite. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Komm her! Was macht ihr denn da eigentlich in der Mitte? Random Damage. Random Damage. An wen? Von wer? Ich will 100. Stimmt, du! 100? Du bist auch 100? Ja, ja. Ja, würde ich sagen, na, wir sind beide T, ne? Das war ein faires. Ich würde mal sagen, wir sind beide proven. Dann schnappen wir uns mal ein Navo und keine Ahnung. Jo. Das war ein faires Duell. Alter, warte.
Navo und Snail, würde ich da mal sagen. Ja, ja, das finde ich auch. Aber ich habe nur zugeguckt, wie sich gegenseitig in die Bilder eingeballert haben. Ah, Snail hat den Random Damage bekommen. Ja, dann ist er dann noch in der Runde. Gut, dann sind es Navo und Cyber, ne? Nein, warte, ich habe auch 78 live. Ich habe 42, aber ich jetzt gebe zu, dass es nichts damit zu tun hat. Ja, ja. Das Cyber, das kann ich behaupten. Das war klang doch nach einem Cyberkill. Nein. Oh, nee, doch nicht. Wo ist denn der Zauberbot? Ich dachte, ich hätte die Stimme identifiziert. Von dem Schrei. Aha. Da oben ist er. Guck hier drauf, ich bin nicht noch hier, Dödel. Wie, er war's nicht? Dann ist das Wanderer. Aber nein! Hä, hier kann man nicht hoch. Was ist das denn? Hä? Ja, du bist es doch eindeutig. Nein, aua! Es ist nicht wandbar? Verdammt! Wie einfach mal alles random. Ja, Wie ich es eigentlich schon sicher war, ne? Und dann so am Ende so, oh, scheiße. Achso, kommt man da hoch, okay? Das ist eine Leiter, Mann, die sollte sonst hochkommen. Ja, ich bin diese Leiter gelaufen und bin da nicht hochgekommen. Warte, davon abgesehen, Reaper, du kommst doch da sowieso nicht rein, du kannst keinen Duck schaffen. Also, deswegen muss ich auch gleich einmal das Spiel neu starten. Das ist so die unnötigste Sache überhaupt, weil warum? Du kommst da nicht rein. Du bleibst einfach in diesem Haus, dann bist du in einem Haus dran. Juhu. Genau. Klingt doch sinnvoll, oder? Das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Ich bin Inno. Und was mache ich, wenn ich Traitor werde? Ich bin Inno-Traitor. Dann gibst du uns. Dann sagst du uns das und dann bringen wir für dich Leute um. Ja. Aber du kannst auch das Haus verlassen und wieder reingehen. Wenn Leute für mich umbringt, dann ist das irgendwo cool, dann fangt mal bitte an. Stimmt, über die Treppen kannst du ins Haus. Es war nur dezent, er hat darauf hingewiesen, dass ich Traitor bin. Wie gesagt, du kannst hier über die Treppen in das Haus. Lieb. Warte mal. What the f... Au! Warum schießt du auf mich? Weil Reaper in dir... Was? What the fuck? Überall sterben Menschen. Ich räume auf. Let's Play ist mir zu langweilig geworden. Ich hab jetzt angefangen zu putzen. Jo, war da Putzfrau. Jo, läuft. Anna, ich hab hier so einen Job für dich, da müsstest du mal zusammenputzen. Hier ist so überall Leichen. Ah, das ist natürlich blöd. Da überall Leichen, Alter, mein Gott, überall Blut. Das ist so wie Scary Cleaning, K-Pops. Ja, okay. So. Der erste Schmutz ist weg. Oh, hier ist noch eine Kiste. Hinterher. Das ist ein Korb. Jetzt kriegt Snail einen Korb. Ja, da war es doch nicht. Ja. Ja, war nicht so. So, Nana. Und Weeper. Weeper macht immer große Flecken hier. Sehr schön. Lässt den noch nicht mal aufräumen. What the fuck, ey. Alter, einfach nur Chaos. So bei mir? Weißt du, lieber, ich sag dazu, da bringen wir für dich Leute und guck, Kap, denk mir so, oh, scheiße. Ja, vor allem, ich sag's auch noch, und was mache ich, wenn ich Traitor werde? Das war geil. Das war jetzt gerade die geile Aktion. Da fällt mir gerade ein sehr schönes Spiel ein. Oh, bezüglich Putzen. Viscera Cleanup Detail. Ja, oh mein Gott, ja. Hab ich doch gesagt, ich weiß nicht, wusste nicht, wie man das ausspricht. Das müsste man mal spielen. Also schlimmer fand ich jetzt eher ein lustiges Spiel, das was Slade auf seinem Kanal verzapft hat. Was? Welches? Den Gamer Simulator. Was? Super. Ey, ich hab mir das Video angeguckt. Also, über 5 Minuten bin ich nicht gekommen. Das mach ich aber auch noch. Das ist für den Freitag, mach ich den. Oh Gott. Also, könnt ihr anfangen?
anfangen, euch gegenseitig umzubringen da draußen. Danke. Ja. Okay. Was? Warum? Creeper, ganz schlechte Idee. Ich hab dabei ist er doch ein Märtyrer, also. Denkst du, das ist mir nicht scheißegal? Tu's nicht, ist dein Karma. Dabei ist er doch. Treppe nutzen. Schieß sie zurück. Da schlag ich dich halt. Der Karma ist bad. Los. Komm her, du, komm her! Der Raum ist zu klein, lass uns da draußen gehen. Nein! Lass uns hier, Hey, wieso das? Hier vorne ist besser, so. Ja, gut, das ist so der Weg. Warte, jede Ecke. Fight! Und in dieser Ecke! Keine Ahnung, schwer. Der Dödel oder der Dödel ist eine Dödel. No, komm her, du! Aua! Das ist nämlich schon von Call of Duty zu WWE. Aha, er stirbt! Oh! Oh na, wird das Ding auf uns? Huch, ich glaub, die ist voll gestorben! Also, wer hat da sein Finisher eingesetzt? Ein Finisher mit Regenbogen, ich bin begeistert. Alter, also, da fällt mir doch eine Sache zu ein. Fatality. Ja! Mhm. So hey. Dezent, ne? Ach, ich dachte, das ist ein Grapple-Hook. Ich bin enttäuscht. Wer hat denn da bitte die Fallschirm reingeballert? Das war ich! Wenn es nicht war, könnte mich Cyber umgebracht haben. Ich war am Gewinn außerdem. Du warst bei mir schon badly wounded. Ey, bei mir warst du schon auf Rot, Mann. Ja, ich wollte einen Double Kill hinlegen. Jo, Killstealer. Was heißt oh, Killstealer? Wenn ihr nicht in die Hufe kamt. Wir waren ja bestimmt mit den Crowbars. Ja, das dauert halt ein bisschen. Weißt du, immer die Leute durch Stress, ne? Ja. Es ist schlimm. Ich bin da hoch. Dann lauf an! Komm, diese Leiter nicht hoch, das ist ja zu kurz. Alter, warst du denn in der Vorrun? Ey, Reaper, warst du in der Vorrun überhaupt Traitor? Doch, komm schon. What the fuck? Ich hab eine Leiche gefunden. So, war doch lustig. Ja, war schon witzig. Oh, what? Explosion? Aua! Nee, Fallschaden. Au. Also, du hast eine Autosniper, oder? Was? Du hast eine Autosniper, oder? Jo. Dann ist Reaper T. Wann war? What says the time? The time says 28. Ja, letzte Runde. Das ist letzte Runde. Na, habt ihr gehört, ne? Reaper T. KOS. Was? Echt? Ja. Das enttäuscht mich gerade. Warte, da Nana spielt mit Leichen, die nicht confirmed sind und Reaper stand daneben und Nana ist im Deadringer. War echt kalt? Ach ja. Die ist im Deadringer. Irgendjemand floppert hier bestimmt gleich. Oh, Nana war gleich zweimal? Achso, nee, Cyber ist. Achso, sagt es doch. Cyber ist draußen Grapple. Wow, oh. That was close. Sorry! Oh, da oben, guck dir mal die Flaschen an, da kann man perfekt zielen üben. Drei mit einem Schuss weg. Ja, mit der Schrotze. Was ist er denn? Auf dem Sniper-Kran? Keine Ahnung, ich kann ja nicht raus, ich komme ja nie wieder rein. Die Treppe. Was für eine Treppe? Es gibt so einen Tunnel unter der Karte, da kannst du quasi lang. Warte, ich zeig dir das. Wo ist denn der Typ? Hier. Hier kommst du in Anbieter. Tut mir leid, der stand vor mir, ich konnte nichts tun. Mein Gott, wenn du mit ihm die Treppe runtergelaufen bist, hätte ich ihn swipen können. Ich stehe auf dem Dach. Alter, ich stehe extra auf dem Dach, weißt du? Ach ja, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, danke, tschüss.